Und damit hallo und herzlich willkommen zu Return to Monkey Island. Ja, gerade 2 Wochen dicke, fette Grippe überstanden und schon kann ich es endlich spielen. Ich wollte schon die ganze Zeit machen, aber leider hat meine Stimme da nicht mitgemacht. Und ja, ich wollte euch das natürlich nicht vorenthalten, sondern das gemeinsam mit euch zusammen das erste Mal spielen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir starten ein neues Spiel. Einfacher Modus, die ganze Geschichte und der ganze Spaß, aber mit gelegentlichen Rätseln für den vielbeschäftigten Spielern. Oder schwerer Modus, mehr Rätsel. Schwere Rätsel, einfach affenstark für den Profi-Abenteuerspieler, der alles will. Auftakt. Eine unerwartete Geschichte beginnt. Guybrush, come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything, just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, Yes, sir. sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Ja, das irritiert mich doch jetzt sehr, weil ich habe ein deutsches Spiel gekauft und kein englisches und es stand eigentlich auch alles auf Deutsch. Hier steht ja auch klicke auf den Boden zum Laufen. Ich schau mal kurz bei den Einstellungen, wobei, wie gesagt, da alles auf Deutsch stand und bin gleich wieder da. Ja, also man kann nichts anderes einstellen. Das heißt, dass ich nicht nur irritiert bin, sondern sehr, sehr enttäuscht bin erstmal. Das wird wahrscheinlich nichts daran ändern, wie das Spiel laufen wird. Und ich hoffe, dass man hier auch wenigstens was sehen kann. Aber dass die Dialoge noch nicht einmal vertont worden sind oder zumindest übersetzt worden sind. Ich meine, Vertonung ist ja eigentlich Standard bei jedem Spiel, was in Deutsch rauskommt. Text ist das absolute Minimum, dass das übersetzt wird. Und selbst das ist nicht übersetzt worden. Das irritiert mich. Aber man kann es tatsächlich nicht einstellen. Schauen wir mal. Klicken. Es ist zwar nicht der Boden, aber egal. To-Do-Liste des mächtigen Piraten Junior. Skurvy-Docs kaufen. Okay. Wo kriegen wir die her? Anscheinend hier drin. Schlüssel ist an einem Holzbein. Oh, noch nicht mal die englische Vertonung ist hier drin. Oh je, oh je. Ach du Schande. Okay. Also entweder ist das hier komplett verbuggt oder die haben jetzt mal einen richtigen Griff ins Klo gemacht. Rechtsklick auf den Schlüssel, um ihn zu nehmen. Wahrscheinlich wird er dann meckern. Nee, er meckert nicht. Ich bringe ihn sofort zurück, Sir. Es wäre klug, das zu tun. Ich habe noch das Bein von dem letzten Kind, das den Schlüssel nicht zurückgebracht hat. So, vermutlich handelt es sich um so ein Kloschlüsselchen, ne? So, den Schlüssel zum Plumpsklo untersuchen. Er schließt das Plumpsklo draußen auf. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Nee, nehmen möchte ich hier nicht. Kann ich hier. Ah ja, so kann ich raus. Okay. Wie viel kosten die Docks? Können wir ein paar Scurvy-Docks bekommen? Klar, wenn du mir ein Goldstück gibst. Das ist Geld, das Erwachsene benutzen. Was ist das für ein Arsch? Ich weiß, was ein Goldstück ist. Gut für dich.
Du kannst ein Bot Dogs haben, wenn du mir eins gibst. Bitte? Können Sie nicht etwas für ein paar hungrige Kinder erübrigen? Ah. Hör zu, du kleiner Schnorrer. Ich sag dir mal was. Ich mag Kinder nicht. Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann, der versucht, seinen Lebensunterhalt ehrlich zu verdienen. Ich kann es nicht gebrauchen, dass 50 Kinder pro Tag zu mir kommen und meine Zeit damit verschwenden, mich zu überreden, ihnen kostenloses Essen zu geben. Dann eben nicht. Hey, ich weiß. Lass uns in dem Plumpsklo gegenüber nach Kleingeld suchen. Ja, das wäre jetzt auch meine Idee. Den Leuten fallen Münzen aus den Taschen, wenn sie sich dorthin setzen. Chucky hat gute Ideen, okay? Was sollen wir als nächstes tun? Ja, das hat er doch gerade schon gesagt. Okay, anscheinend, wenn man ihn anklickt, dann hilft der einen, was man... Ja, nein, ich will das nicht... Och, Leute. Ich wollte nur den Mauszeiger bewegen. Hier war doch gerade irgendwas. Rutsch nicht auf dem Schmierfett aus. Sieht aus, als bräuchten sie hier einen Scrubby. Schrubby. Ich würde nie an Bord eines Schiffes der Schrubby sein. Das ist echt schäbig. Ach, naja. Was ist das? Man kann sich richtig amüsieren. Ach so, komm schon, gehen wir. Einen Grog bestellen. Ja, den wird er uns auch garantiert geben. Nachdem der schon so assi drauf ist, den Zettel lesen. Dort steht, bringen Sie den Schlüssel zurück, wenn Sie fertig sind, sonst setzt was. Na gut, gehen wir erstmal hier raus. Aber bisher muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das Original noch wesentlich besser. Aber das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Die Worte sehen nicht wie Worte aus, aber da ist ein Bild von einem Scurvy-Dog. Okay, das ist das Plumpsklo, ja. Im Plumpsklo herumspielen. Es ist abgeschlossen. Gut, dass ich den Schlüssel in der Tasche habe. Ja, wenn ich... Ah, jetzt. Ach, mit I kann ich auch schnell öffnen. Okay. So. Gut, du hast sie aufgeschlossen. Haha. Ist mir auch schon aufgefallen. Was ist das bitte für Plumpsklo? Wollt ihr mich veräppeln? Was ist dieses kleine Metallding? Das ist kein Goldstück, sondern ein rundes Metallstück, das ungefähr die gleiche Größe und Form wie ein Goldstück hat. Okay. Das nennt man einen falschen 50er. Das ist wie eine falsche Münze. Okay. Vom Boden abholen. Eine falsche Münze ist fast so gut wie eine echte Münze. Genau. Vielleicht sind da unten noch mehr Münzen. Eklig. Ja, aber guck doch mal nach. Oder lass Chucky mal gucken. Ich hatte einmal 4 Tage Schluckauf. Ja, das ist ja toll. Nach Münzen in der Toilette suchen. Chucky, warum schaust du nicht in die Toilette? Auf keinen Fall. Mach du doch. Okay. Ach, er hat seine Stimme wiedergefunden. Oder auch nicht. Eklig. Ja. Das Schild lesen. Wusstest du, dass du einen Scurvy-Dog warm halten kannst, indem du ihn in deine Achselhöhle steckst? Okay. Bitte Hände waschen, bevor sie das Plumpsklo verlassen. Mit welchem Wasser? Meine Hände waschen? Ich fasse das Zeug nicht an. Das sieht eher aus wie etwas, das Chucky tun würde. Scheißen? Oder was meint er jetzt? Ich weiß es nicht genau. Ja, hier kann man aber jetzt noch nichts suchen, oder wie? Chucky, geh du doch mal... Guck mal, du hast doch gute Ideen. Geh doch mal nach den Münzen suchen. Ich bin mir nicht sicher, wie wir ohne Goldstücke Scurvy-Dogs bekommen können. Wir haben vielleicht alles, was wir brauchen. Ich glaube nicht, dass der Typ gut sieht. Ah, okay, verstehe. In Frankreich, keine Ahnung, nimmt man irgendwas irgendwie. So, versuchen wir mal, diesen ekligen falschen 50er da abzugeben. Ein paar Scurvy-Dogs bestellen. Ja, haben wir schon durch. Klar, wenn du mir ein Goldstück gibst, bla bla bla. So, achso, da muss ich mein Inventar wieder öffnen. Bitteschön. Was können wir damit bekommen? Schmeckt wie ein Goldstück. Genug für ein paar Scurvy-Dogs, wenn du willst. Perfekt. Nimm sie, Junge. Und was nimmst du?
Was? Nur ein Scherz. Hier ist deiner. Lecker. Was willst du jetzt machen? Keine Ahnung. Was willst du machen? Sag mir doch einfach, was du machen willst, damit wir das machen können, Kleiner. Ist der echt? Klingt echt. Aufwachen, Mr. Pirat. Hallo. Buh. Ha, er ist völlig weggetreten. Okay. Okay. Herumalbern. Hey, Chucky, mach dich bereit zu rennen. Ich schätze, sie mögen keine Besucher. Okay, können wir hier noch weiter? Guten Tag. Das ist meine Freundin, Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, was habt ihr Idioten vor? Wir sind gerade erst angekommen. Ich mache eine Liste mit Dingen, die zu tun sind. Gib mir das. Ich bin eine Expertin in Sachen Planung. So, perfekt. Wir sehen uns im Park. Pickelgesichter. Ich habe gerade Pinkelgesichter gelesen. So, was müssen wir denn machen? Herumalbern und erkunden. Den Anker ansehen, Chucky in ein Rennen schlagen. Oje, oje. Die Ente füttern, etwas Soße zu meinem Skavi-Dock hinzufügen, Schwertkampf üben, ein vierblättriges Kleeblatt finden. Ja, nichts einfacher als das. Sich etwas am Wunschbrunnen wünschen, unsere echten Eltern finden. Okay. Ja, ist ja nicht viel, was man machen muss. Tee kann man auch zur To-Do-Liste. Ich schreibe mir das am besten hier mal kurz auf, weil das scheint ja doch immer mehr zu werden. Also I ist klar. Aber sonst hat die keine Probleme. Ist Inventar. Und was haben die gerade gesagt? Tee. Jetzt regt sie mich hier gerade auf. Ist die Liste, die To-Do-Liste. So. Weiß ja nicht, ob da noch mehr kommt. Kann man eigentlich? Nee, kann man nicht damit bewegen. Muss man per Klick. Okay. Zu einem Rennen herausfordern. Mal gucken. Hey, Chucky, Lust auf ein Rennen? Abgemacht. Ich bin die Schiedsrichterin. Mach einen Doppelklick, um schneller zu laufen. Okay. 2, 1. Juhu, Schummla. Okay, Entschuldigung. Ihr müsst warten, bis ich lossage. Kannst mich mal. Ja, ist ja gut. Dann machen wir es halt so. Kann ich doch nichts dafür, dass der so eine lahme Krücke ist. 3, 2, 1. Los! Ha! Juhu! Ich habe gewonnen! Und Chucky ist tot. Er ist gegen einen Baum gelaufen. Juhu! So, sind das meine echten Eltern? Nee, ne? Entschuldigen Sie? Ja? Könnten wir etwas von Ihrem Brot haben, um die Ente zu füttern? Ich glaube nicht. Wir haben es für uns selbst mitgebracht. Boah, sind die gemein, ey. Das sind Kinder, hallo? Ich kann auf meinem Kopf stehen, ohne meine Hände zu benutzen. Ja, das glaube ich dem aufs Wort. Ach so, ich muss... Entschuldigen Sie? Ja. Würden Sie noch einmal so tun, als wären Sie unsere Eltern? Was meinst du mit nochmal? Geht und sucht eure richtigen Eltern. Okay. Hey, Hände weg. Ich habe einmal 2 Scorvidocs auf einmal gegessen. Ja, wen interessiert das? Mit die sprechen. Das ist ein schöner Baum. Ich tue nur so, als würde ich mir den Baum ansehen. Eigentlich spioniere ich dem Paar am Teich hinterher. Okay. Was wohl in dem Korb ist? Ich frage mich, was in dem Korb ist.
Finden wir es heraus. Was glaubt ihr, was ihr da tut? Kinder heutzutage. Ha, ich hab's geahnt. Wir müssen los. Wie unhöflich. Ich könnte hier doch gerade noch. Achso, das war wahrscheinlich nur der Chucky. Okay. Ich habe einen zusätzlichen Backenzahn. Ich kann ihn mit meiner Zunge fühlen. Das ist ganz toll. Igitt. Ja, machen wir mal Igitt. Was ist dieser rote Fleck auf dem Boden? Das ist Ketchup. Er soll sehr gut zu Scurvy Dog schmecken. Du berührst nicht den Boden mit deinem Scurvy Dog? Nein, natürlich nicht. Ekelhaft. Hat er das jetzt gemacht? Ah, nee, Ketchup. Ach, den kann ich nehmen. Ah, das solltest du auf jeden Fall auf deinen Scurvy Dog schmieren. Okay. Dann machen wir das so zusammen. So, was haben wir denn da noch gehabt? Moment. Achso, die Enten füttern können wir noch. Den Anker ansehen, Schwertkampf, vierblättriges Kleeblatt und ein Wunschbrunnen. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht... Gib mir etwas von deinem Brot. Ach ja, 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 ja. Solange die nicht verreckt danach, ist alles gut. gut. Moment, da müssen wir hier wahrscheinlich rum. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht das mit dem Anker, aber das ist der Schwertkampf. Okay. Seien wir ehrlich, du kannst nicht hoffen, mich zu schlagen. Du fängst besser an zu beten. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Nee, nee. Ihr seid beide ziemlich schwach. Okay, das hat Spaß gemacht. Okay. Ich frage mich zwar immer noch nach dem Sinn von dem Ganzen hier, aber okay. Wusstest du, dass deine Füße nicht riechen, wenn du sie nicht wäschst? Ja, genau. Keine vierblättigen Kleeblätter pflücken. Ha, als ob. So, suchen wir mal nach. Suchen wir nach einem vierblättrigen Kleeblatt. Okay. Viel Glück dabei. Da ist eins, ich sehe es schon. Genau vor deinem Kopf. Tada! Ich habe eins gefunden. Super. Es war noch eins übrig. Verflixt. Okay. Moment, was haben wir noch? Den Anker ansehen und sich etwas am Wunschbrunnen... Achso, und die Eltern finden. Anker, Wunschbrunnen und Eltern. Das sieht mir sehr nach Wunschbrunnen aus. Ich sollte eine Münze zum Hineinwerfen finden. Da soll mal zur Seite gehen. Da, genau. Gerade sagen, ich habe doch eine gesehen. Ich sollte... Ja, ist ja gut. Werfen wir die halt so rein. Bevor du deinen Wunsch aufbrauchst, solltest du vielleicht das Spiel speichern, damit du deinen Spielstand laden und einen anderen Wunsch ausprobieren kannst. Okay. Machen wir das? Ich wünschte, Chucky hätte einen Schnauzbart. Ich wünschte, die würde verschwinden. Ich wünschte mir eine coole Pflanze. Ich wünschte mir noch einen Scurvy Dog. Ich wünschte, wir könnten rückwärts sprechen. Oh, scheiße. Ja, aber ich glaube, das wird für mich jetzt dann nicht so gut enden. Ich mach mal... Also, er würde wahrscheinlich sagen, er will noch einen Scurvy Dog haben, aber ich wünsche mir mal eine coole Pflanze. Eine Pflanze? Was für eine Verschwendung eines Wunsches. Haha. Haha, ich nehme es zurück. Das war genial. Okay. Ja, wir machen das einfach mal. Wir laden das Ganze jetzt mal. So. Und dann gucken wir. So, Chucky hat einen Schnauzbart. Ah! Wow!
Okay, dann haben wir natürlich jetzt Blut geleckt und wollen das Ganze komplett durchziehen hier. So, ich wünschte, die würde verschwinden. Was? Hey, klasse. Autsch. Hey. Oh. Hahaha. Und ich glaube, jetzt haben wir noch eins. Coole Pflanze hatten wir schon. Nee, einmal das mit dem Rückwärtssprechen, das machen wir noch. Ich wünschte, wir könnten rückwärts sprechen. Das werde ich jetzt aber nicht übersetzen. Okay, in der Zeit habe ich es jetzt mal... Die Zeit habe ich jetzt mal genutzt für meinen Salbeitee. Oh Mann, es hat aufgehört. Schade, du klingst vernünftiger als unüblich. Als üblich. Als unüblich. So, dann ein letztes Mal laden, damit wir uns dann auch nochmal den Scurvy Dog angucken können. Ich wünsche mir noch einen Scurvy Dog. Diese Dinge sind schlecht für dich. Ich wusste es. Achso, ne, okay, ich dachte, er verwandelt sich jetzt da drin. Hab ich ja gesagt. Ich würde nicht sagen, dass das schlecht für ihn ist. Immerhin... Okay. Viel abbekommen hat er jedenfalls nicht davon. Na gut, dann öffnen wir jetzt erstmal das Türchen. Sind wir hier fertig? Wenn wir in diese Richtung gehen, können wir vielleicht nicht mehr zurück. Oh Gott. Was guckst du dir an? Die Kinder, die da unten Seil springen. Sie machen es falsch. Kann man da nicht hin? Och ja, es ist gut. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Hier muss man noch irgendwo einen Anker angucken können. Ah, Moment. Über den Anker reden? Das ist ein echt cooler Anker. Das zeigt nur, wie wenig du über Anker weißt. Dieser hier ist kein bisschen besonders... Kein... Dieser hier ist kein besonders gutes Exemplar. Das wüsstest du. Okay. Wüsstest du, dass Anker ursprünglich nicht dazu gedacht waren, Schiffe an ihrem Platz zu halten? Drücke Punkt, um den Dialog zu überspringen. Sie wurden im Kampf eingesetzt, aus Kanonen abgefeuert und dienten als Enterhaken, wenn man versucht... Redet doch noch schneller, wenn ich das schon alles selber synchronisieren muss. Dann haben die Leute gemerkt, was passiert, wenn man das andere Schiff verfehlt und stattdessen auf dem Meeresgrund aufschlägt. Das derzeitige bogenförmige Design ist tatsächlich weniger effektiv als das schärfere V-förmige Design, das im letzten Jahrhundert beliebt war. Das ältere Design kam jedoch aus der Mode, nachdem die Seeleute begannen, den Buchstaben V mit Unglück in Verbindung zu bringen. Kann er mal leiser schnarchen? Die alten Exemplare gibt es manchmal noch, aber Sammler haben sie, die meisten von ihnen, geschnappt. Bei einem modernen Anker kann man bei genauem Hinsehen erkennen, dass eine Seite etwas größer ist als die andere. Damit soll verhindert werden, dass der Anker zu gleichmäßig nach unten sinkt und dann nicht mehr gut auf dem Grund aufliegt, was als Absacken bezeichnet wird. Die kleinen Flasche an den Spitzen sind in verschiedenen Winkeln angebracht, damit sie sich auf dem Weg nach unten nicht verdrehen. Die meisten Anker sind heutzutage aus Eisen und man muss sie etwa zweimal im Jahr neu gießen, weil sie rosten. Vor etwa 30 Jahren kam jemand auf die Idee, das zu umgehen, indem er sie stattdessen aus Holz herstellte. Und alle möglichen Leute investierten viel Geld in diese Holzankerfirmen. Ja, aber ich glaube, jetzt ist es wirklich genug. Also ich wollte eigentlich gucken, dass wir das Ganze kriegen. Wieso geht das nicht mit dem Überspringen? Achso, das muss ich dann... Okay. Aber der Text scheint ja endlos zu gehen. Wenn du etwas verpasst hast, kannst du Komma drücken, um die vorherigen Zeilen zu sehen. Komma? Ja, ich bin so etwas wie eine Expertin für Anker und lese viel. Okay. Kann man hier auch wieder raus? Ah ja, okay, mit Escape. So, dann müssen wir nur noch die echten Eltern finden. Die Frage ist, finden wir die jetzt hier drin? Oder finden wir die eventuell, wenn wir rausgehen? Weil, ich meine, gut, er hat mich jetzt gefragt, ob wir hier fertig sind, weil wir wahrscheinlich, zu Hause habe ich einen ganzen Schuhkarton voll mit alten Scurvy-Stäbchen. Okay.
Wir gehen jetzt erstmal nach links. Aber ich denke nicht, dass die hier sein werden. Was ist Plumpsklo? Gruselige Tür. Lass uns nicht wieder da reingehen, sonst werden wir nur angeschrien. Das wäre toll zum Apfeltauchen. Exponat entfernt. Okay. Chucky fesseln? Oh. Hey Chucky, stell dich mal kurz hier rüber. Auf keinen Fall. Na gut. Also, scheinbar sind hier wohl nicht unsere Eltern. Das heißt, ich hoffe mal, die kommen, wenn wir jetzt durch die Tür gehen. Also durch dieses Gitter da gehen. Wusstest du... Ach, der redet doch immer nur von Scurvy Dogs. Der redet übrigens auch immer das Gleiche. Achso, jetzt dürfen wir... Ah, okay. Hey, Dad. Ach, ich dachte, das ist eher ein Klein. Hey, Mr. Treepwood. Hey, Jungs, habt ihr Spaß? Ja. Wir haben uns Scurvy Dogs geholt. Da sind Zehennägel und sowas drin, aber ich habe darüber gelesen. Und wir haben deine Abenteuer nachgespielt. Wir haben gerade Big Whoop gemacht. Was? Big Whoop. Junge, das erinnert mich an früher. Mir gefällt es, wenn Chucky mich bittet, sein Bein wieder anzubringen. Er sagt das wirklich lustig. Ihr denkt euch immer die verrücktesten Sachen für das Ende der Geschichte aus. Das macht Spaß. Aber man kann es nicht ändern. So funktioniert das Geschichtenerzählen nicht. Bei vielen deiner Geschichten hat man das Gefühl, dass sie am Ende nicht zu Ende sind. Was meinst du damit? Naja, ich meine, da wäre zum Beispiel The Secret of Monkey Island, wo du auf Monkey Island gehst und gegen LeChuck kämpfst. Die Geschichte hat ein großartiges Ende. Es gibt eine Schlägerei und ein Feuerwerk. Ich dachte, die Geschichte hat dir gefallen. Aber du hast nie das Geheimnis gefunden, nicht das echte. Sicher, aber darum ging es in dieser Geschichte nicht. Kinder, ich will euch eine Geschichte erzählen, in der es darum geht, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Ist das eine lange Geschichte? Ich glaube, ich muss mal auf die Toilette oder so. Ja, ich muss mit meiner Tarantelgassi gehen. Vielleicht sollte ich mit ihnen gehen. Nein, nein, bleib hier. Das ist eine gute. Jedenfalls ging das Gerücht um, dass mein alter Erzfeind LeChuck irgendwie den genauen Standort des Geheimnisses von Monkey Island entdeckt hatte. Ich wusste, dass ich es vor ihm in die Finger bekommen musste. Also ging ich nach Mealy, um meinen eigenen Expedition zu starten und ihm zuvorzukommen. Tief in der Karibik. Die Insel Mealy Island. Return to Monkey Island. Ja, und wer sich jetzt wundert, dass wir keine Musik haben, das liegt natürlich daran, dass wir öfter mal Probleme haben, obwohl wir nicht lizenzierte Musik genutzt haben, dass es trotzdem dann, ja, wie soll ich das sagen, gebrandet wurde oder wie auch immer man das nennt. Und das wollte ich natürlich verhindern, indem ich dann hier keine Musik benutze. Und ja, ich würde sagen, das ist jetzt ein perfekter Übergang, um erstmal diese Episode zu beenden und die nächste Episode zu beginnen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!